Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Bevor wir mit Lobpreis beginnen, habe ich noch zwei Ankündigungen. Zum einen gibt es immer noch die Aktion Church and Me, das heißt an den Gottesdiensten, wo es keinen Präsenzgottesdienst gibt. Da könnt ihr euch anmelden und könnt dann unter der E-Mail-Adresse church@gmail.com könnt ihr angeben, wie viele Personen ihr gerne einladen möchtet oder mit wie vielen Personen ihr gerne eingeladen werden möchtet und könnt dann an den Gottesdiensten, wo kein Präsenzgottesdienst stattfindet, könnt ihr Gemeinschaft haben und euch gemeinsam mit anderen Leuten den Online-Gottesdienst anschauen. Nächste Woche am 6.6. wird es dann wieder einen Präsenzgottesdienst geben. Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe, vor dir atmet meine Seele auf, vor dir fallen meine Masken ab, vor dir. Vor dir werden meine Sorgen klein, vor dir werden meine Wunden heil, vor dir mach ich meine Fäuste auf, vor dir. In deinem Licht will ich leben und deinem Willen tun, deinen Wegen folgen, dir mein Leben anvertrauen. Vor dir darf ich deine Wahrheit sehen, vor dir müssen alle Schatten fliehen, vor dir stehe ich in deinem Sieg, vor dir. In deinem Licht will ich leben und deinem deinem Willen tun, deinen Wegen folgen, dir mein Leben anvertrauen.
Gott, du umgibst mich, ohne dich fall ich. Du trägst und hältst mich, du bist für mich da. Gott, du versorgst mich, mein Herz ist hungrig. Dein Wort ernährt mich, du bist für mich da. Ich komme heim zu dir zurück, dir nah zu sein, ist mein Glück. Ich atme ein, ich atme aus, hier kann ich sein. Immer da. Gott, du erfüllst mich. Ich bin zerbrechlich, doch du scheinst durch mich. Du bist immer da. Ich komme heim zu dir zurück, dir nah zu sein. Ich komme heim zu dir zurück, dir nah zu sein, ist mein Glück. Ich atme ein, ich atme aus, hier kann ich sein, bin zu.
schenkst uns Leben. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, dass wir gemeinsam uns wieder öffnen zu Gottes Wort. Ich bete, dass Gott uns anspricht. Herr Jesus, zu wem sollen wir gehen? Du alleine hast Worte des ewigen Lebens. So deswegen möchten wir uns zu deinen Füßen setzen. Wir möchten wirklich uns andocken an deine Seele, hören, was dir wichtig ist. Wir danken dir vom ganzen Herzen für das Werk, das du an unserer Stelle geleistet hast. Du hast uns zur Familie gemacht. Lehre uns weiter, was das bedeutet, in das Reichtum, in die ganze Fülle. Wir möchten dir Ehre bringen. So öffne uns die Augen, bring uns weiter. In deinem Namen. Amen. Schön, dass du entschieden hast, mit uns heute dabei zu sein. Ich beginne in unserer Serie Basics mit der heutigen, mit einer Erzählung vom Ausland. Und zwar, ich habe gerade gepredigt und es war Sitte in dieser Gemeinde, dass alles umgestaltet wurde und dass allen dann zu einem gemeinsamen Mahlzeit eingeladen wurden. Und als ich mich zu Tisch gesetzt habe, ein Gast, der zum ersten Mal im Gottesdienst war, setzte sich neben mir. Was für mich auch eine Freude war. Und er, nach kurzer Smalltalk und uns kurz vorstellen, hat er die Frage gestellt: Mich würde es interessieren, was Sie dazu sagen. Wurde Jesus jemals Schweinefleisch essen? Natürlich, ich denke von meiner jetzigen Prägung, das heißt, wurde er ein Schnitzel essen? Worauf ich dann das bedacht habe, kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber eins kann ich sagen, er hat seinen Apostel Petrus befohlen, dass er vom Verbotenen von unreinem Fleisch essen sollte. Worauf der junge Mann geantwortet hat: Das stimmt überhaupt nicht. Und ich sagte: Wir haben eine Bibel hier, können wir gemeinsam anschauen. Brauchen Sie nicht, das ist einfach eine verkehrte und falsche Interpretation. So wieder zu meiner Seite, ich habe einfach nichts gesagt. Einfach geschwiegen in dieser Zeit. Ich wusste, das führt nur zum weiteren Streit. Ich las das so. So nach dieser Pause dann sagte der junge Mann: Dann kann ich einfach an dieser Gemeinde und auch an diesem Gottesdienst nicht mehr teilnehmen. Denn wir haben nichts gemeinsam, ich kann es nicht. Damit ist er aufgestanden, Tisch verlassen, er ist gegangen. Das führt mich eigentlich dann zu dem, was wir heute betrachten werden. Jesus meinte, dass wenn ihr mich wirklich liebt vom Herzen, werdet ihr meine Gebote halten. Johannes, sein bester Freund, hat gesagt im 1. Johannesbrief, seine Gebote sind nicht schwer. Eine Liebesbeziehung heißt, natürlich werde ich nachgeben. Du bist wichtiger als meine eigenen Bedürfnisse und meine Wünsche.
So es ist für uns dann empfehlenswert, dass wir immer wieder forschen, vertiefen, was bedeutet Gottes Gebote. Was ist dann mein Benehmen und ist das angepasst an seinem Herzenswunsch? Und kann ich wirklich mehr im Einklang sein mit dem, was ihm wichtig ist? So, wir werden heute nochmal die Antworten, sola scriptura, was sagt Gottes Wort dazu? Und ich lade uns immer wieder ein, um dieses kennenzulernen und nochmal zum Herzen zu nehmen. Aber zuerst lade ich dann zum Lukas Kapitel 22 ein und hier werden wir dann unser Ziel beginnen. Wir sehen in dem vierten Baustein von Basics, nämlich Christus. Wir nehmen Gottes Geschichte, was er uns erzählt. Wir müssen eine Offenbarung Gottes, wenn wir ihn jemals kennenlernen werden. Der himmlische Vater muss erst von seiner Seite aus uns erzählen. Wir sind nicht auf dem Level von ihm, dass wir jemals Gott erkundigen können, nicht mit Philosophie, nicht mit Intellekt. Aber er kann sich uns offenbaren. Dazu hat er die Schriften benutzt. Und dann haben wir dann aus den Schriften gesehen, dass der Schöpfungsprozess alles sehr schön gemacht und einen sehr hohen Stellenwert zu Menschen. Aber diese Menschen in der Versuchung haben Sünder hineingebracht und mit dem Sündenfall alles wurde dann im Schleuder in einem sogenannten Teufelskreis gekommen und es ist bergab. Wir haben jetzt dieses, worunter wir aus Schöpfung leiden im Moment. Aber dann, Gott hat einen Plan, uns zu retten. Dazu wird der Christus, der von ihm gesandte Messias, wird kommen, der uns erlösen und retten sollte. Und wir haben gesagt, das ist Jesus. Und jetzt Jesus ist in unserer Szene, beginnen wir es in dieser letzten Zeit, dass er mit seinen Jüngern gemeinsam Passa feiern wird. Und er erkündigt und sagt, ich werde verraten und in dieser Nacht werde ich gefangen genommen werden, geschlagen, verurteilt und morgen werde ich gekreuzigt werden. Und in dieser Zeit, besonders mit dem Bild vom Passa, nämlich dass das Lamm geschlachtet wird, um dieses Opfer, diese Schuld und Sünden zu decken, bis der Messias kommt. Und jetzt Jesus erzählt von sich im Vers 19 und 20. Bei dieser Mahlzeit, nicht wie Da Vinci das hat, sondern alles am Boden, aus Kissen, nicht vertikal, sondern eher horizontal. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Vielleicht ein oder andere sagt, ist ähnlich. Die Stelle wie in 1. Korinther Kapitel 11, wo Paulus zurückblickt zu dieser Zeit und sagt, bis Jesus wiederkommt, sollen wir es nochmal besinnen, dass er eine zentrale Figur ist in dem, was geschehen wird im Blick auf Gottes Geschichte. Und hier hat er uns ein Wort benutzt, das ist der neue Bund. Neu, dann wird er damit sagen, es gab einen alten Bund und das geht zu Ende und jetzt wird es ein neuer Anfang sein. Ab dieses Werk, das ich morgen beginnen werde, drei Tage später werde ich auferstehen. Das inklusive ist das Evangelium inbegriffen, dass er für uns gestorben ist, beerdigt wurde und nach drei Tagen auferstanden. Das ist die gute Nachricht. Das Tod siegt nicht und Sündenfall ist nicht unser Urteil für immer, sondern dass wir wieder im Einklang kommen mit Gottes Herz, mit seiner Gerechtigkeit. Wir können nicht nur vergeben werden, wir können schuldenfrei sein. Das Wort Bund benutzen wir vielleicht nicht tagtäglich, außer beim Politik, wo wir sprechen vom Bundestag, Bundesrepublik. Oder vielleicht wird jemand sagen, ein Ehebund. Aber da, wo es benutzt wird, ist das Wort Testament.
die sind eigentlich vom Begriff ähnlich und Synonyme. Testament ist, wo wir sagen, das Testament und letzter Wille. Wenn jemand dann Stift zum Papier nimmt und sagt, mein letzter Wunsch ist, dass unsere Erbschaft so ausgeteilt wird, das dokumentiert, wie das Haus dann ausgehen soll, wie das Geld auf der Bank, wie soll es dann unter den Kindern oder wie soll es dann zum Hundeverein hinübergehen. Das ist eigentlich dann ein Testament. Ein Notar würde dieses Wort tagtäglich benutzen. Es bedeutet eigentlich dann die Wünsche von jemand, der dieses Dokument, ein rechtliches, legales Dokument ausfüllen. Und das ist eigentlich, was wir dann haben. Das Alte Testament und das Neue Testament benutzen wir als Kinder Gottes. Die Schriften werden so eingeteilt. So, jetzt haben wir das Alte Testament. Vielleicht ist es hilfreich dann zu wissen, dass besonders für diejenigen, die nicht in dem alten System nicht lang dabei sind, kommst nicht aus jüdischer Hintergrund, wirst du dann das auch nicht so oft benutzt haben. Aber die Bibel spricht von 5 Bündnissen, die zwischen Gott und Menschen abgeschlossen wurden. Und vielleicht ist es hilfreich für uns dann einen Überblick zu haben, dass wir wissen, wenn er sagt, das Alte und dann er spricht von dem Neuen. Erste, was wir sehen, ist in 1. Mose Noahs Bund. Noahs Bund war, dass Gott hat gesehen, dass Menschen sind verdorben und einander verletzen. Und das hat ihn wirklich so tief verletzt. Er sagte, ich möchte eigentlich neu beginnen. So er hat gerichtet durch eine weltweite Flut, gerettet diese Familie. Und sagte, alle wurden eingeladen mitzumachen, aber nur 8 Seelen haben das im Anspruch genommen und sind eingestiegen in Arche. Und nach dem Fluten, das ausgetrocknet hat, dann hat er auch versprochen, mein Bund, es wird keine Flut mehr geben, wo es weltweit dann so viele Menschen richten wird. Und mein Zeichen dafür ist ein Regenbogen. Jedes Mal, wenn wir das sehen, denken wir dran, das war Gottes Bund, die Welt nicht mehr in diesem Form zu richten. Ein zweiter Bund wird angesprochen, auch in 1. Mose, das ist 1. Mose 15 und 17. Das ist ein Bund zwischen Gott und Abraham, der später auch dann anhand von diesem Bund zu Abraham umgenannt wird. Er wird nicht mehr als 99-Jähriger, der kindlos ist, und Gott sagt, ich werde dich segnen. Abraham zweifelt das ein bisschen, sagte, segnen, ich bin 99 Jahre alt, ich habe keine Familie, keine Kinder. Wir warten ewig auf Kinder und jetzt ist es eigentlich zu spät. Biologisch gesehen geschieht das nicht mehr. Und Gott sagt, du bist nicht nur ein Vater, Abraham, du wirst jetzt ein Vater von vielen Nationen. Umgenannt deswegen Abraham. Und so Gott wird einen Vertrag machen. Er sagt, ich will, dass du 5 Tiere bringst, nämlich ein Kalb von 3 Jahre alt, eine Ziege von 3 Jahre alt, ein Widder von 3 Jahre alt und dann 2 Tauben. Und Gott wird jetzt diese Opfer, die werden geteilt, gegenübergestellt mit einem Weg dazwischen. Und eigentlich dann im Vertrag zu dieser Kulturzeit ist, dass man einfach gemeinsam durch diese blutige Pfad durchgeht. Und damit ist es abgeschlossen, damit ist wirklich versiegelt und unterschrieben in unseren Umgangssprache. Aber in der Zeit, wo es geschlachtet, die liegen auf dem Boden, Abraham müsste eigentlich so verteidigen, dass die Raben kamen und wollten dann das Fleisch haben. So er hat es immer wieder bekämpft und irgendwann wurde er zu müde, hat sich hingelegt und ist eingeschlafen. So Gott geht alleine und so er macht diesen Vertrag eigentlich mit sich. Ein Versprechen, ich werde dich segnen, ich werde dich zu vielen Nationen, ich werde dir ein Grundstück geben, das euer Nachkommen gehört.
Das ist ein Bund mit Abraham. Das Dritte, was wir haben, er sagte Abraham, dass die werden auch in die Sklaverei gehen für 400 Jahre, aber die kommen zurück an diesem verheißenen Land. Und als die Sklaven aus Ägypten jetzt entlassen werden, kommen sie an einen Berg und da wird ihr Leiter Mose in dieser Gottesbegegnung wieder mal einen Bund haben. Und jetzt haben wir unseren dritten Bund. Und er wird nicht nur die 10 Gebote, sondern viele andere Gebote, und zwar insgesamt 615 verschiedene Gebote werden ihm gegeben. Das ist, wo es eigentlich dann zu einem Volk wird, in dem das Hygienesystem, politisches System, als auch ihr Anbetungssystem, alles dann zentral, nicht mit einem König, nicht mit einem gewählten Präsident oder Kanzler, sondern einfach direkt vom Gott geleitet. Aber wieder mal ein Bund, wo er sagt, wenn ihr meine Gebote halten, wenn ihr mit mir gehen, wird es euch gut gehen, ihr werdet gesegnet. Und wenn nicht, dann werdet ihr gezüchtigt. Und wir sehen natürlich, dauert nicht lang, bis die wieder einen Verstoß gegen diesen Bund haben. Die fallen, und das ist eigentlich die Geschichte immer wieder. Und dann haben wir dann der vierte Bund im Alten Testament, das ist Davids Bund. In 2. Samuel in Kapitel 7, er wird genannt als Mann nach Gottes Herzen und er sagte, ich möchte, dass dein Königreich besteht. Und zwar aus deinem Nachkommen wird ein König kommen, der ewig regiert. Das ist letztendlich der Messias, erfüllt in Jesus Christus. Deswegen im Neuen Testament ist der Stammbaum von Jesus so wichtig, weil wir es dokumentieren können, zurück zu David. Dass eigentlich dann diese nicht nur Ehre, sondern diese Verantwortung, König zu sein, fällt auf Jesus. Das sind die vier Bündnisse, die im Alten Testament erwähnt werden. Und dann kommen wir dann zu dem, was wir gerade hier gelesen haben, die neue Bündnisse. Aber das wurde auch dann angeschnitten werden im Alten Testament, haben wir Jeremia in Kapitel 31. Und zwar, ich möchte hier lesen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. So er benutzt dieses Testamentwort eigentlich dann aus der Hintergrund vom Ehebund, eine sehr vertraute Beziehung. Und er sagte, sie haben gleich diese Ehebund haben sie gebrochen. Aber es kommt ein Tag, wo es einen neuen Bund geben wird. Und er schaut vor, und das ist eigentlich dieser Bund, was Jesus dann anspricht beim Abendmahl. Jetzt gibt es einen neuen Bund, ab diesem Zeitpunkt. So unsere Frage ist eigentlich dann, meint er damit, welcher Bund ist jetzt beendet worden oder erfüllt worden? Ist es dann Noahs, das gilt nicht mehr, ist es dann Abrahams, ist das Mose oder ist es Davids? Ist es eins, ist es mehrere, ist es alle? So das ist, wo wir eigentlich dann uns fragen müssen. Einfach nur wirklich besser die Geschichte unseres himmlischen Vaters besser kennenzulernen. Und wir werden merken, wer das falsch auslegt, möchte ich behaupten, das wird entfremden. Ich kann hier nicht essen, ich kann mit euch keine Gemeinschaft haben, ich muss eigentlich gehen. Das ist letztendlich, wo eine falsche Auslegung dann endet. Zwei Betrachtungen möchte ich dann geben, bevor wir tief einsteigen. Zuerst Bündnisse und ihre Bedingungen. Weil es für uns so fremd wirkt. Sind Bündnisse abhängig von
Verhalten und Handeln von einer Partei. Das ist wichtig. Matthäus Kapitel 5, Vers 17 haben wir dann, wo Jesus das anschneidet, in der Bergpredigt. Und er sagt Folgendes: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. So eindeutig in dieser Textstelle schneidet er das an, dass manches wird nicht aufgehoben, ignoriert, es wird erfüllt in ihm. Das ist die erste Sache im Blick auf dieses, weil Israel hat sie ihr Teil nicht gehalten, waren untreu, ist was wir gerade gelesen haben. Die zweite Betrachtungsweise, die wir eigentlich dann brauchen, ist ein theologisches Wort. Ist die Kirche oder die heutige Gemeinde einfach die Verlängerung, Übergangszeit von Israel? Gottes Volk im Alten Testament, ist das einfach eine Weiterleitung? Und so, dass es vor und nach ist, das einfach letztendlich eine Gruppe. Manche werden ja meinen, und zwar in theologischen Bereichen heißt es Ersatztheologie. Nämlich, dass Israel wurde ersetzt durch das neutestamentliche Volk. Ich möchte aber Römerbrief Kapitel 1 zur Hand nehmen. Und ich lade dazu natürlich, dass du die Bibel nachschlägst und das selber mitliest. Aber Römerbrief Kapitel 11. Die Frage wurde dann auch an Paulus gestellt. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. So er sagte, dieser Bund mit Abraham ist nicht einfach veraltet und ignoriert ausgegangen. Und ist auch nicht ersetzt. Und zwar, ich möchte behaupten, in Vers 25, dass es noch die Vertiefung von diesem Argument ist. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Es ist zwar, wir sind eins in Christus. Ob es alttestamentliche Gläubige oder neuntestamentliche Gläubige, das stimmt schon. Und gleichzeitig sagt er, dass es immer noch in Gottes Herzen, Gottes Augen, irgendwie eine Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Clou ist in diesem Wort, bis die Zeit von den Heiden, von den Nichtjuden vollendet ist. Und dann wird Israel wieder im Spiel, in diese Geschichte noch wieder kommen. In der Zwischenzeit, blind, geistlich, ist nicht im Einklang mit dem, was Jesus tun möchte. Die Ablehnung vom Messias, Jesus als Messias, führt noch fort in unsere Generation. So, wir haben hier eigentlich dann persönlich, es ist nicht eine Ersatztheologie. Deswegen würde ich sagen, bitte vorsichtig, wenn man es liest, wer ist da gemeint? Ist das die Gemeinde? Ist es Israel? Ob die Einzelnen das gleich sind? Ich glaube nicht, dass es 100% übertragbar ist. Anhand von diesen Versen. Aber die neuntestamentlichen Betonungen sagen eindeutig einiges im Blick auf diesen neuen Bund. Deswegen lade ich zum Hebräerbrief Kapitel 9 ein. Und hier werden wir eine Betonung unter anderem finden. In Verse 15 und 16. Damit ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Wenn Gott das Testament gemacht hat mit Mose, dann es wird nur im Kraft treten, sagte zuerst genau wie eine Erbschaft, das letzte,
Testament, letzter Wille, wird nur eintreten, wenn diese eine Partei dann sterben wird. Gott ist gestorben in Jesus Christus und lebt. Und hiermit möchte er eigentlich betonen, dass dieses Teil von Erbschaft ist uns. Deswegen kann die Bibel davon sprechen, dass wir sie erben und miterben. Letzte Testament tretet nur in Kraft, wenn der Partei das so erfüllen kann. Ich lade dann weiter zu 2. Korintherbrief, Kapitel 3, wo Paulus das noch vertieft. Und zwar, er sagt, und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwa anrechnen dürften, als käme er es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zur Diene des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das deutet hin, eindeutig für mein Verständnis, dass er schneidet dann diese 615 Gesetze von Mose an. Dieser Gesetz, wenn jemand die erfüllt, kann er sich selber auf die Schulter klopfen und denken, ich bin doch ziemlich toller Typ. Solange ich die 10 Gebote halte, das ist eigentlich dann der Schlüssel zum Himmeltor. Und eigentlich dann möchte Paulus sagen, es kommt nicht aus uns. Nicht, dass wir selber in Erheblichkeit denken, ich bin doch wer. Stimmt nur in Jesus Christus. Diese Zuversicht, diese Gewissheit, dass wir Heil haben, kommt direkt von ihm. Mögen wir es klar und deutlich sehen, dass in diesem neuen Bund ist es nicht fixiert auf, wie gerecht wir sind, sondern wie gerecht Jesus war an unserer Stelle. Das ist ein klarer Unterschied, dass wir nicht erheblich sein werden. Galaterbrief gibt uns ein dritter. Und zwar in Kapitel 4. Ab Vers 24. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und es spricht im jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Abraham hat zwei, die ihm Kinder gegeben haben. Einmal ist nicht von Gott geplant und gewollt, aber er nahm eine Frau anderes als Sarah, seine Frau, und sie wurde schwanger und damit kam vieles, weil er so gesegnet sein wird, 12 Nationen zustande. Aber dann sagt er, dann durch den Sohn von Isaac wird auch 12 Stämme zur Welt kommen. Und er sagte, diese zwei ist eigentlich dann für eine Jude zu dieser Zeit ziemlich deutlich. Alten Testament, Neuen Testament. Und jetzt, zu welchem werden wir stehen? Ist das wirklich, dass wir in unseren Bemühungen, unsere Planung, wir haben es gut gemeint und wir zwingen etwas, was eigentlich nicht von Gottes Herzen kommt? Ein paar Gedanken möchte ich mit uns dann bringen am Ende von diesem Studium, was aber auch eventuell etwas trocken für uns ist. Nämlich, Gottes Geschichte ist der Weg zur Erlösung. Das alles zu bereiten. Alten Testament ist eigentlich dann Gottes Plan zu vorbereiten, sodass ein Messias geliefert werden kann. Mitten in Götzendienst und attackiert von allen Seiten, dass es ausgelöscht wird. Satans Ziel war es eigentlich dann zu verhindern, dass ein Retter kommt. Dass es komplett durch ist, dass die Schöpfung rebelliert und Gott ablehnt. Und so Gott wird jetzt ein Volk absondern. Nicht aus Erheblichkeit, das natürlich
ist passiert, aber das war nicht seine Absicht. Seine Absicht ist, die wirklich zu umringen, sodass die wirklich ein Messias liefern können. Vielleicht ist das hilfreich, dass wir denken an unsere jetzige Pandemie. Wir werden auch dann gewisse Vorsichtsmaßnahmen, ein bisschen Abstand, wir werden auch dann Masken tragen, wir werden auch gewisse medizinische Versorgungen eingehen, um Gesundheit dann irgendwie zu gewährleisten. Genauso war es als Plan, dass Gott sagt, ich habe wirklich einen Weg, einen Plan. Alten Testament und alle diese Bündnisse sind eigentlich geliefert worden, sodass ein Messias geboren werden kann. Die Welt ist krank und dafür muss ich Medizin liefern, damit Heilung entsteht. Und das ist Jesus. Und die gesamte Abstand und die Riten, die sie haben und die Form, wie es aussieht, ist eigentlich dann, um Hygiene zu leisten, geistlich als auch physische. Und in diesen 615 Gesetzen haben die dann wirklich so viel im Blick auf nicht nur die Stoffe, die sie tragen, sondern auch, wann wird gearbeitet, wann nicht gearbeitet, mit wem sie handeln dürfen, mit wem sie nicht handeln dürfen. Was dürfen sie essen und was dürfen sie nicht? Die müssen schon Abstand halten von gewissen Dingen. Es ging um Hygiene. Sogar, dass die wussten, der gesagt, sogar Toilettengang wird behandelt. Wenn du in einem Volk mit 2 Millionen in einem Zeltlager wohnst, das ist übrigens entscheidend. Man darf nicht einfach dann machen, wie man denkt, und das ist einfach für mich und das ist natürlich. Das könnte dann auch Krankheit auslösen in einer Gruppe. Und so Gott hat selbst all diesen Sachen hat er dann besprochen in diese 650 Regeln. Und ganz zum Schluss würde ich nochmal betonen, wie wir begonnen haben. Gesetzlichkeit und Gesetz endet immer in Entfremdung. Pharisäer haben einfach nicht ein Herz für Gemeinschaft und Austausch, sondern es um einfach eine lange Zeigefinger, um zu sagen, du darfst nicht und halte diese Liste und dann geht es dir gut. Aber Gnade wird wieder zusammenführen. Und Jesus sagt nochmal, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, ein neuer Bund. Er möchte sagen, jetzt beginnen wir ein komplett anderes Denken, anderes Modell. Dieses Modell ist basiert auf meiner Gnade und mein Geschenk, sollen wir auch handeln. Mögen wir auch, wenn wir am Tisch sitzen mit jemandem, der nicht unbedingt unserer Meinung ist. Übrigens, wenn du keine Freiheit hast, Schweineschnitzel zu essen, ist das nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn jemand sagt, ich habe keine Freiheit, ins Kino zu gehen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Oder ich möchte wirklich gewisse Autoklassen nicht selber kaufen. Das gibt einen falschen Eindruck. Meinungen sind respektiert, ist okay. Aber anderen zu richten nach deinem Geschmack ist nicht in Ordnung. Das ist alte Bund-Mentalität. Deswegen möchte er uns wirklich zu einem neuen Denksinn bringen. Jesus sagte, ab diesem Zeitpunkt, anhand des meiner Gnade, die er unverdient und unwürdig erteilt wurde von deiner Seite. Du bist nicht unwürdig und du kannst nicht verdienen. Aber dann erwarte ich, dass du auch dann im Blick auf anderen auch so einen Umgang hast. Möge Gott sein Wort segnen und du bist eingeladen wirklich in diesem Bund, dass er alleine, während wir pennen geistlich, er geht und macht einen neuen Bund mit uns. Genau wie Abraham eingeschlafen ist, geht er jetzt auf einen ewigen neuen Bund. Nicht abhängig von dem, wie wir damit umgehen, sondern einfach wie Jesus damit umgegangen ist. Und bis Jesus stirbt, was nicht mehr vorkommen wird, dann ist dieser neue Bund gültig. Mögen wir das beherzigen, umsetzen und auch so miteinander umgehen. Wir beten. Jesus, als wir Gesetze und Regeln und
alte Sitten betrachten, für uns so fremd, da wir damit nicht groß geworden sind, ist es aber einleuchtend für uns, umzudenken. Du hast uns wirklich akzeptiert und eine vertraute Bundbeziehung begonnen und wir danken dir vom Herzen. Ich bitte auch, dass wir so eine Gemeinde sind, dass wir auch Raum haben für Meinungsverschiedenheiten, was Nebensachen angeht, und dass wir eins sein werden in der Gnade. Mögen wir wirklich respektvoll damit umgehen, geleitet werden, wirklich von deinem Wort, dass wir es hochhalten und nicht biegen und nicht absägen, wo es uns gefällt. Segne du dein Wort und uns als Gemeinde mögen wir wirklich Filtern haben, damit wir unterscheiden können zwischen dem, was gesund und ungesund ist. Bau du deine Gemeinde. Verehre dich in uns. Das ist unser Verlangen. Amen. Wir singen noch ein Lied. Gottes Segen, liebe Gemeinde. Dass du uns ewig liebst.